Bei Paderborn haben sie ja auch mit vielen Spielern gespielt in der Zeit, die auch dem Zuschauer bekannt sein dürften. Günter Kotowski hat seine Karriere dort Günter ausklingen Kotowski, lassen. Die Karriere von Patrick Ovomoyela ja. Ja. begann dort. Toni Di Salvo, Antonio Di Sau, ja, es sind Antonio, einige, ja. einige. Bollmann hat auch noch unter ihnen gespielt und dann noch mit ihnen. Markus Bollmann hat. Markus Bollmann, ja, auch. Ich habe zusammen mit ihm gespielt und danach war ich Trainer. Maja Saglik, der jetzt bei St. Genau. Pauli spielt. Sebastian Schachten habe ich von Paderborn, habe ich mehr oder weniger entdeckt. Also das sind wirklich einige Leute, die durch Paderborn gegangen sind, ja. Wie ist das auch so nach so einer langen Zeit im Fußball in Deutschland und besonders auch in Paderborn, hat man da richtig, haben Sie Ihre Freunde im Fußball oder haben Sie Ihre Freunde auch außerhalb? Also sind Ihre ehemaligen Weggefährten, sind es teilweise Freunde von Ihnen oder ist es gar nicht möglich, im Profifußball heute richtig Freundschaften zu führen? Doch, ich denke schon. Natürlich, dieser Kreis an Freunden ist etwas kleiner geworden, weil das nicht mehr möglich ist. Man hat nicht die Zeit dafür, für die Freunde. Aber die Freunde, die ich habe, die sind richtig, richtig gut. Und ich meine, das sind Freunde, wo man im wahrsten Sinne des Wortes, und die geben mir auch gutes Gefühl. Und ich sag's mal so, ich habe das nicht mehr nötig, irgendwie so jetzt mich irgendwo bei jemandem zu beweisen oder so, irgendwie so zu zeigen oder so. Ich habe mich wirklich konzentriert auf die Leute, die mich mögen. Und es gibt so einen Spruch, wo mir sehr gut gefällt. Ein Freund ist derjenige, der dich mag, obwohl er dich kennt. Okay. Ja, und deswegen sage ich mal, ich habe jetzt Leute, die mich mögen, obwohl dass die mich kennen. Und das macht auch Spaß dabei. Wo man sie richtig gut kennt, ist in Paderborn. Sie waren lange Zeit als Spieler da, auch 3 Jahre oder 4 Jahre insgesamt über die Zeit gesehen. 3 Jahre, glaube ich, als Trainer aktiv. Nee, da war ich länger bei Länger so? Paderborn, war ich länger, ja. Ja. Und es ist immer noch Ihre Heimat. Wie ist das in Paderborn? Da haben Sie natürlich auch viel mitgemacht. Sie waren der Jahrhunderttrainer. Auch als Fußballer hohe Identifikation hatten, aber auch Ärger als nach dem letzten Vertrag, glaube ich, war es. Ja, ich versuche mal ganz kurz das zusammenzufassen. Meine erste Station war bei SC Paderborn als Trainer. Damals war nie die Ambition aufzusteigen, ging es bei uns meistens um Klassenerhalt. Und da, wo ich die Mannschaft übernommen habe, ging es erfolgreich alles sehr, sehr gut. Und dann haben wir so langsam die Ambition bekommen und innerhalb von 2,5 Jahren sind wir aufgestiegen in die zweite Liga. Ich steige auf mit der Mannschaft und mein Vertrag wurde nicht verlängert. Und natürlich, das war erst der Rückschlag für mich, wo ich das nicht verstanden habe. Das hat, glaube ich, keiner verstanden. Und danach bin ich nach Erfurt gegangen und Erfurt habe ich auch aufgebaut. Und Erfurt gerade abgeschieden von der zweiten Liga, die waren finanziell am Ende. Und langsam, schrittweise haben wir die Mannschaft stabilisiert. Da haben wir uns damals qualifiziert, im ersten Jahr ganz klar gegen Abstieg gespielt. Das Jahr, wo Erfurt in der Liga geblieben ist, Münster ist abgestiegen. Münster war theoretisch mit Erfurt unser Konkurrent. Ja, und dann mit Erfurt haben wir im ersten Jahr Klassenerhalt geschafft nach dem Abstieg, weil es sehr, sehr gute Leistung war. Danach haben wir uns qualifiziert für eingleisige Regionalliga, eine Form von Aufstieg, unter erste 10 zu sein, weil damals Regionalliga Süd und Nord haben Ja, das war eine der ersten Reformen, ja, genau. genau eingleisig. Und das Jahr danach habe ich die Mannschaft auf bis Platz 2 geführt und dann kam wieder Angebot von Paderborn und die waren in der zweiten Liga, aber von 20 Spielen haben sie, glaube ich, nur 12 Punkte gehabt. Holger Fach war Trainer und die haben mir natürlich gutes Angebot gemacht. Ich habe auch Hoffnung noch gehabt, dass ich Klassenerhalt schaffen kann in der zweiten Liga und Paderborn mit neuem Stadion gerade noch gebaut und war sportliche Perspektive wieder für mich da und dann habe ich auch, meine Familie ist auch in Paderborn, da habe ich auch gedacht, aha, da haben sie gelernt von damaligen Fehlern und jetzt wissen sie, dass ich doch der richtige Mann bin und ich wollte mit Paderborn was aufbauen. Ja, für mich war Paderborn so wie
Modell so wie Freiburg, weil ich denke, okay, so ein kleinen Staat, wo auch mit guter Arbeit man was aufbauen kann. Und so habe ich auch gedacht, dass ich mit Paderborn in der erste Liga sogar kommen kann. Und habe ich Perspektive gesehen und habe ich sozusagen, was ich in Erfurt aufgebaut habe, mit Herzblut musste ich aufgeben. War nicht einfach für mich, also das war wirklich sehr, sehr schwierig für mich, diese Entscheidung zu treffen. Trotzdem habe ich mich für Familie und Paderborn und Perspektive entschieden. Ja, und dann habe ich, dann hat uns ein Punkt, ein Sieg nicht gereicht, um Klassenerhalt zu schaffen in der zweiten Liga. Und danach, nach dem Abstieg von der zweiten Liga, war Umbruch und habe ich 21 Leute abgegeben und 16 neue dazugeholt und wir sind sofort danach, das Jahr danach, theoretisch als Absteiger sofort Aufsteiger. Und zwei Spieltage vom Schluss haben sie mich beurlaubt. Und André Aufstieg. Schubert kam als genau, und André Schubert, André Schubert war Jugendkoordinator bei uns in Paderborn und er hat mich geerbt, zwei Spieltage vom Schluss auf Aufstiegsplatz. Und das war für mich zweiter Rückschlag in meiner Fußballkarriere und das habe ich gar nicht verstanden und war ich natürlich sehr enttäuscht und deswegen nicht Paderborn, aber einige Leute aus Paderborn haben mich maßlos enttäuscht und deswegen momentan muss ich sagen, gucke ich jetzt nur nach vorne und das hat keiner verstanden, auch, weiß nicht, wie ich das erklären kann, das ist ja unmenschlich für mich. Und jetzt gucke ich aber nur nach vorne und ich bin sehr, sehr glücklich, dass ich momentan hier bin. Ja, also ein bisschen Genugtuung können Sie vielleicht auch empfinden. Das war die Saison, wenn ich mich nicht irre, 2008, 2009, in der Sie Paderborn in Kader umgebaut haben. Und wenn man sich mal anguckt, was da so für Spieler sind, die Sie da auch geholt haben, da kann man schon so ein bisschen auch Genugtuung vielleicht entwickeln. Wir haben uns das mal bei Transfermarkt angeguckt. Die haben zum Glück die historischen Daten. Da ist zum Beispiel ein Toni Wachsmuth, ein Florian Mohr, ein Sebastian Schuppan, der jetzt bei Dynamo Dresden spielt. Ja. Sören Haifa oder im Sturm Sören Brandy, der jetzt zum MSV Duisburg gegangen ist. Dominik Kumbela, Eintracht Braunschweig für super Ergebnisse sorgt. Und dann noch ein Frank Löning, der letztes Jahr bei... Frank Löning, Daniel Brückner. Daniel Brückner, also Enis Alushi, der jetzt bei Kaiserslautern ist. Also das so viel haben sie nicht falsch gemacht bei den Transfers, kann man sagen. Also da haben eigentlich alle super funktioniert. Auch Jens Wehmer, auch super Fußballer. Also das waren wirklich Jungs, die ich geholt habe von unterklassigen Mannschaften. Und zu diesem Zeitpunkt keiner war bekannt. Mhm. Und das war auch das Beste, was Paderborn passieren könnte, bei diesen Jungs, die wir gerade genannt haben, die waren im besten Fußballalter. Ja. Die spielen schon 4, 5 Jahre zweite Liga oder spielen zusammen und die sind nicht älter als 26, 27 Jahre. Also dass die Mannschaft von Paderborn so stabil ist und in der zweiten Liga und über Jahre so sich präsentiert, das liegt daran, dass der Gerüst einfach da war. Mhm. Und das ist ja für mich entscheidend, warum Paderborn so erfolgreich war. Ja, da können sich die Preußen-Fans natürlich auch, wenn sie das so hören, was die Spieler für eine Karriere gemacht haben. Ich meine, so eine gute Zweitliga-Karriere ist ja schon einiges wert heutzutage. Ja, aber ich denke, das freut mich über das, was ich in Paderborn geleistet habe, aber ich konzentriere mich jetzt auf Münster. Ich bin sehr, sehr glücklich hier und mir geht's gut und ja, und ich würde gerne hier mit Münster was auch aufbauen. Wie viele Jahre müssen vergehen, wie viele Jahre müssen Sie bei Preußen Münster im Amt sein, bevor Sie sagen, okay, jetzt ziehe ich nach Münster um? Ich bin jetzt schon dabei. Also ich habe jetzt mich auch letzte Woche entschieden, hier Wohnung zu nehmen. Das war auch bis jetzt für mich schwierig, was diese Sachen betrifft mit Wohnung, weil letztes Jahr haben wir ganz klar gegen Abstieg gespielt und man weiß nicht, wo man sich jetzt befindet sozusagen, wo man hingehört, bleiben wir nicht. Natürlich, ich glaube daran, an Klassenerhalt, aber das war nicht sicher. Und bis zum Schluss mussten wir zittern nach dem Klassenerhalt. War so Sommerurlaub, Vorbereitung, denkt man nicht an sowas, aber jetzt, wo diese Meisterschaft wieder jetzt läuft und so, natürlich, jetzt komme ich auf die Gedanken schon auf jeden Fall hier Wohnung zu nehmen und dass ich hier
dass ich sozusagen ein Mostaraner werde. Okay. Ich möchte auf eine Sache, wir wollten gar nicht so groß über die Spiele reden, aber auf eine Sache muss ich eingehen, die mir beim Training aufgefallen ist, und irgendwie ergab sich noch nie die Gelegenheit, darüber zu reden. Wir sind ja ab und zu mal beim Training, wenn Sie da so trainieren. Man muss ja auch sagen, als Sie nach Münster gekommen sind, Sie haben gute Laune auch da reingebracht in die Mannschaft erstmal wieder, dass die Mannschaft konzentriert gearbeitet hat, aber man auch gemerkt hat, dass sie Lust auf ihren Beruf haben. Wo wir immer so ein bisschen schmunzeln müssen, wenn eine gute Aktion ist, beim Training, da sagen Sie manchmal, das ist Fußball 2000. Ja, das stimmt, sage ich schon gerne. Ja. Können Sie uns sagen, was Fußball 2000, also was heißt das ganz genau? Ist es einfach nur so, oder beziehen sich da auf Eintracht Frankfurt, die damals oder mit Uwe Bein und so gespielt haben? Ja, gut, das ist ja so ein bisschen so wie Spruch halt. Ja. Ne? Das ist, ob 2000 oder 2010 ist, das hat damit nicht, das ist einfach nur, das ist ja aktueller Fußball, modernen Fußball, möchte ich damit sagen. Obwohl das 2000 auch nicht mehr aktuell ist. Aber das ist einfach so geblieben bei mir. Okay, eine gelungene Aktion, einfach so, wie Sie sich Fußball vorstellen. Ja. Wir sagen einfach, es kann auch Fußball 2010 sein. Welche Mannschaft im nationalen oder internationalen Fußball ist für Sie aktuell Fußball 2000? Barcelona. Ja, definitiv. Und ja gut, Barcelona ist ein schwer zu erreichendes. Ja gut, das wäre unseres, wenn ich sage, wir wollen jetzt so wie Barcelona spielen. Man muss schon wissen, was das krasse Unterschied ist. Aber eigentlich diese Fußball, wie sie Fußball interpretieren und spielen und dieses Spielverständnis, die haben, ist das erfüllt mich einfach. Das ist ja das, Barcelona kann ich immer gucken. Mhm. Ja, es gibt ein paar Spiele, wo man denkt, oh, warum habe ich das gesehen oder brauche ich nicht gucken. Aber Barcelona, denke ich mir, das lohnt sich jedes Mal zu gucken. Dann gehe ich mal davon aus, dass Sie sich auch über die Wahl des Fußballers des Jahres gefreut haben, dass es gerade Iniesta geworden ist. Ein Spieler, der die Bälle gut verteilt, der mit Ruhe und Übersicht das Spiel lenkt, der jetzt nicht so immer der Star ist wie eigentlich Cristiano Ronaldo, der immer im Mittelpunkt steht. Ist Iniesta dann auch so ein Spieler, wo Sie sagen, Iniesta oder Xavi, so, das sind so Ihre... Aber nicht nur die beiden, ich denke, komplette Mannschaft. Ist einfach toll und spielen einfach sehr gepflegte Fußball. Auch die spanische Nationalmannschaft spielt identisch, so wie Barcelona. Und dieses Kurzpassspiel mit Verlagerung, mit technisch visierten Fußballer, schnelle, quillige Spiele, also das gefällt mir richtig gut. Am Ende vielleicht des Gesprächs möchten wir den Zuschauern auch nochmal vielleicht was zeigen. Man hat das schon mal in den Berichten gesehen vom Training, dass die Stimmung immer gut ist. Und auch Pavel Dotschev, Sie haben viele Zweikämpfe damals gewonnen, als Sie im Fußball aktiv waren. Wir hatten letztens noch drüber gesprochen, Sie haben so eine Art Libero gespielt. aber wir haben hier mal einen Zweikampf gefunden bei den, ich glaube, den Kollegen vom bulgarischen Fernsehen. Das haben wir online gefunden, den Sie nicht gewonnen haben. Ich weiß nicht, ob Sie sich überhaupt daran erinnern können oder ob Sie das überhaupt schon mal gesehen haben, was da gemacht wurde. Dieser Hund, ist das Ihr Hund übrigens? Ja, das ist mein Hund. Da haben die bulgarischen Kollegen ein Video gemacht, wie dieser Hund in Erfurt ist es, ne? Nee, das ist ja... Das ist mit CSKA Sofia. Ach so, das ist sogar mit Sofia. Wir haben Trainingslager gemacht in der Nähe von Paderborn und da war mein Hund dabei und... Das war auch gut am Ball. Also, ja, das war ein guter Verteidiger, muss ich sagen. Leider haben wir nicht mehr. Das ist Cooper. Ja. Mussten wir leider einschläfern lassen. Aber das war ein toller Hund. Ja. Und es ist schwer, von dem Hund den Ball wiederzukriegen, Herr Dotschev. Also den Zweikampf, den haben Sie auf jeden Fall verloren beim Training. Es war schön, meinen Hund wiederzusehen. Ja. Dann bedanke ich mich auf jeden Fall fürs Gespräch. Wünsche Ihnen viel Erfolg für das Duell gegen Osnabrück. Eine Prognose oder so müssen Sie jetzt auch gar nicht abgeben, aber... Prognose mag ich ungern, aber ich habe das immer gesagt, wir wollen jedes Spiel gewinnen, egal wie der Gegner heißt und wo wir spielen. Also wir wollen versuchen, jedes Spiel zu gewinnen, das würde uns nicht immer gelingen, aber das muss das Ziel sein.